Die deutsche Korvette Erfurt hat vergangene Woche den Wismarer Hafen angelaufen. Die Korvette mit der Schiffskennung F262 wurde 2005 auf Stapel gelegt und 2007 an die Marine übergeben. Nach diversen Verzögerungen durch Schäden am Antrieb und anderer Konstruktionsmängel wurde sie erst am 28. Februar 2013 in Dienst gestellt. Sie gehört zum ersten Korvettengeschwader im Marinestützpunkt Warnemünde. Die Schiffe der Klasse K130 messen etwa 90 Meter in der Länge und ca. 13 Meter in der Breite. Ihr Tiefgang beträgt 3,5 Meter und sie können eine Geschwindigkeit von 26 Knoten erreichen. Als Kriegsschiff verfügt die Korvette über verschiedene Waffensysteme für die Bedrohungsabwehr im Nahbereich sowie über spezielle Lenkwaffen gegen Seeziele. Auch Aufgaben zur Aufklärung können die Korvetten übernehmen. Das Leben an Bord ist in diesen Zeiten natürlich auch geprägt von der Pandemie. Die Besatzungsangehörigen der seegehenden Einheiten unterliegen besonders hohen Anforderungen, um die Sicherheit der Mannschaft und gleichermaßen die militärische Einsatzfähigkeit zu gewährleisten.